Moin Leute, heute montieren wir ein Zielfernrohr von DD Optics, 2,5 x 15 x 56 NFX mit der Dentler Montage und oben drauf kommt dann der kleine Rangefinder noch. Ich kenne ein paar Leute aus meiner Instagram Story vielleicht schon. Was brauchen wir an Werkzeug dazu? Reiniger, Putztuch, Loctite, Drehmomentschlüssel und die richtigen Aufsätze für die Schrauben. So, dann packen wir mal alles aus, dann legen wir es uns zurecht. Einmal Denta Untermontage für die Blase R8, Oberteil und die passenden Ringe dazu. Schmeißen wir den Karton hier weg. Dann haben wir einmal Montage für den Rangefinder. Den weg. Und dann haben wir hier das Zielfernrohr. Es sind auch passende Aufkleber und so dazu. Das zeigen wir euch danach. Und das NFX. So, wir ersparen euch das Ganze jetzt mal im langsamen Durchlauf und machen das alles schnell und nicht ganz so genau. Nur ein bisschen grob. Wir montieren jetzt da kurz die Dentler Basismontage. Sind alles fest, direkt mal aus, dass es einigermaßen waagerecht da liegt alles. Damit wir es im Nachhinein wesentlich einfacher haben beim Montieren. So, jetzt zerlegen wir mal die Ringe. Wie man im Bild sieht, alle Schrauben raus, dass man alles in Einzelteilen da liegen hat und vormontieren kann. Gut gemacht. Hast du Pause gemacht zwischendrin oder? Nein. Nimmst du immer noch auf? Nimmst du immer noch auf? Super. Schön zum Affen machen lassen. LOL! So, jetzt machen wir die Unterteile schon mal leicht fest, damit wir sie ausrichten können, damit alles schön parallel zueinander ist. Also nicht zu festziehen, so dass sie sich noch bewegen können. Darauf achten, dass die Markierung auf beiden Seiten in die gleiche Richtung geht. Vielleicht sieht das Ganze schon mal grob vorjustieren, gucken, ob es auch gerade passt. Wir haben die Ringe schon mal leicht festgemacht, zu gucken, ob überhaupt alles soweit passt. So, dann nochmal alles sauber machen. Die Ringe wieder draufklicken. Die Schrauben nacheinander leicht reindrehen. Und aufpassen, dass der Abstand links und rechts bei der Montage immer der gleiche ist. Und beim Festziehen dann immer überkreuzt festziehen. Und aufpassen, dass sie nicht das festzieht. Nach fest kommt ab. Und da braucht ihr auch dann den Drehmomentschlüssel und alles mit 2 Newton festziehen. Wir ersparen euch das jetzt im Detail. Machen das alles ein bisschen schnell durchlauf. So, dann nochmal kurz gucken, bevor ihr alles wirklich festzieht, ob der Augenabstand passt, ob alles gerade ist oder nicht. Nicht vergessen, Loctite an die Schrauben vorher zu machen. Sieht man jetzt hier im Video nicht, weil wir das Ganze im Nachhinein nochmal anders montiert hatten.
rein nur Anschauungszweck-Video. In der Werbepause, während die Frau duschen war und die Kamera nichts an war, habe ich schon mal vom Rangefinder den Adapter hier unten drunter gemacht. Dafür musste man nochmal unten die Schrauben lockern. Gleiche Prinzip wie bei den Ringmontagen. Einigermaßen gleichmäßig festziehen, dass der Abstand zueinander passt und es sich nichts verzieht. Nicht so festziehen, auch wieder mit 2 Newtonmetern. Dann lässt sich der Rangefinder auch draufsetzen, den auch festziehen, handfest festziehen, damit er fest ist. Die Fernbedienung kann man mit dem Klettverschluss irgendwo hinkletten, wenn man... Kleines Highlight. Der funktioniert auch im Dunkeln, wie man sieht. Und der zeigt auch an, ob man gerade hält oder nicht. Hat auch noch eine Nebelfunktion. Coole Sache. So, und so sieht das Ding fertig aus. Und auf alle Produkte gibt es im DD Optik Shop 10% Rabatt beim Gutscheincode HuntingChris.